Swamiji, kannst du erklären, was das Leben ist? Wie können wir Wut vermeiden? Es tut mir leid, was ist? Erklär, was Leben ist. Was ist Leben? Ja. Oh. Und was ist der zweite Teil davon? Wie kannst du Wut vermeiden? Wie kannst du Wut vermeiden? Schau, wenn du in Coimbatore auf den Straßen fährst, musst du den Mittelstreifen ausweichen, die an seltsamen Orten angebracht sind. Du musst schlechten Fahrern ausweichen, musst Betrunkenen, die die Straße überqueren, ausweichen, Kindern, die die Straße überqueren, allen möglichen Dingen. Aber wenn du in Coimbatore auf der Straße fährst, musst du dem Mond ausweichen? Ich frage dich, musst du dem Mond ausweichen? Nein, weil der Mond nicht auf der Straße ist, nicht wahr? Also gleichermaßen, im Augenblick, bist du wütend? Nein. Warum solltest du es dann vermeiden? Es gibt keinen Grund, es zu vermeiden. Es ist einfach so, du glaubst, Wut ist ein Wesen. Wut ist kein Wesen. Du wirst wütend. Du wirst wütend. Wut sitzt nicht irgendwo und du stößt darauf. So etwas gibt es nicht. Du wirst wütend. Wenn du wütend wirst, ist das angenehm für dich oder unangenehm für dich? Unangenehm für dich. Unangenehm für andere ganz bestimmt. Unangenehm für dich selbst auch. Heutzutage beweist dir die Medizin, wenn du wütend bist, vergiftest du tatsächlich dein System. Du weißt? Wir haben das immer schon gewusst, aber heutzutage zeigen dir chemische Tests eindeutig, dass du tatsächlich dein System vergiftest. Gift erzeugst im System, wenn du wütend bist. Also, warum würdest du dich selbst vergiften wollen? Es ist keine bewusste Tat. Du vergiftest dich selbst, du verursachst Unannehmlichkeit für dich selbst, nur weil dein Verstand keine Anweisungen von dir annimmt. Ist es nicht so? Er nimmt keine Anweisungen von dir an. Würde er Anweisungen von dir annehmen, dann hättest du von Glückseligkeit gesprochen, nicht wahr? Du würdest nicht von Wut sprechen. Aber jetzt, wenn du friedlich sein willst, wird er wütend, weil er keine Anweisungen von dir annimmt. Also wenn dein Verstand keine Anweisungen von dir annimmt, musst du ihm etwas mehr Aufmerksamkeit schenken. Warum nimmt er keine Anweisungen von dir an? Wenn du das verstehst, musst du Wut nicht vermeiden, weil die Wut nicht da sitzt und auf dich losgeht. Du wirst wütend, du wirst unglücklich, du fühlst dich elend. Diese Dinge passieren dir hauptsächlich, weil du nichts unternommen hast, um deine Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen. Es passiert unbeabsichtigt, einfach durch Zufall. Wenn die äußeren Situationen gut sind, geht es dir auch gut. Wenn die äußeren Situationen schlecht sind, geht es dir auch schlecht. So sollte menschliches Leben nicht sein. Menschliches Leben sollte so sein: Wenn es mir gut geht, wird alles um mich herum gut. Das sollte die Realität sein, nicht wahr? Im Augenblick, wie die Dinge um mich herum auch immer sind, so werde ich werden. Nein, nein. Menschliches Bewusstsein sollte Situationen schaffen. Im Augenblick schaffen Situationen menschliches Bewusstsein. Das ist nicht die richtige Art, menschliches Leben zu gestalten.